Verzeihen Sie, dass ich jetzt sozusagen die verschiedenen Vorträge jetzt noch mit einem weiteren Vortrag da draufsetze. Ich werde versuchen, es kurz und kurzweilig zu halten. Und Oliver hat mir die Möglichkeit dazu geboten, weil er bereits sehr vieles, was ich auch in meinem Beitrag drinnen hatte, bereits erwähnt hat, und das werde ich sehr gerne weglassen. Vielleicht zu mir selbst. Mein Name ist Michael Kuhn. Ich bin, wie Sie unschwer erkennen können, Österreicher, allerdings seit 36 Jahren weg aus Österreich. Bin Theologe und Kommunikationswissenschaftler und lebe seit 26 Jahren in Brüssel, zuerst als Pastoralreferent an der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Brüssel und als Lehrer an der Europäischen Schule Brüssel 1 und 2 und seit 22 Jahren zuerst Vertreter der österreichischen Bischofskonferenz bei der Europäischen Union oder bei den Institutionen der Europäischen Union und seit knapp 20 Jahren wurde dieses Büro integriert in die COMECE. Ich werde gleich erklären, was das ist, und war dort 9 Jahre lang stellvertretender Generalsekretär und bin jetzt auf eigenem Wunsch altersgemäß Senior Advisor für meine letzten tätigen Jahre dort. Ich danke ganz herzlich für die Einladung, heute ganz kurz Ihnen ein Projekt vorstellen zu dürfen, das wir bei der COMECE angedacht haben, nämlich eine europäische Laudato Si Allianz. Ich werde ganz am Ende darauf eingehen, aber zuerst kurz etwas zu der COMECE sagen und etwas, was mir zu Laudato Si noch wichtig ist. Wir haben einander getroffen knapp vor einem Jahr, Uli, bei dieser großen Konferenz, die du, Oliver, auch schon bereits genannt hattest, im Juli in Rom, bei dieser großen Laudato Si Konferenz, und dann beschlossen, dass wir eigentlich da etwas machen müssten. Katholische Universität auf der einen Seite und die europäischen Bischöfe auf der anderen Seite. Europäische Bischöfe, die COMECE, das ist die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union, die im Jahr 1980 bereits gegründet wurde von Bischöfen der damals 9 Bischofskonferenzen in den 9 Mitgliedstaaten, die damals die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft noch gebildet haben. Und das Ziel dieser Kommission war es, die Verbindung herzustellen zwischen den katholischen Bischofskonferenzen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Institutionen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Der Hintergrund war ein, sage ich einmal, durchaus selbstzentriertes. Man wollte nämlich Informationen über den politischen Prozess und die Möglichkeit, die politischen Prozesse in den europäischen Institutionen zu beeinflussen. Das heißt also, man wollte sehr stark die Vertretung kirchlicher Interessen etwa aus dem bestehenden Verhältnis zwischen Kirche und Staat in den einzelnen Mitgliedstaaten wollte man dort einbringen. Das heißt also, im klaren Sinn, man wollte Lobbying betreiben, auch wenn man in der Kirche das L-Wort nicht so gerne hört. Auf der anderen Seite allerdings wollte man auch für das Gemeinwohl aus christlicher Perspektive eintreten, das, was wir gemeinhin Advocacy nennen. Nun, die europäischen Wirtschaftsgemeinschaften haben sich zu der heutigen Europäischen Union entwickelt, von 9 Mitgliedstaaten zu 28 Mitgliedstaaten. Und so ist das auch mit der COMECE geschehen, eben von 9 Bischöfen auf 28 Bischöfe. Denn die COMECE besteht aus 28 Bischöfen, das sind Delegierte ihrer jeweiligen Bischofskonferenz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und diese Bischöfe, sie werden unterstützt von einem Sekretariat in Brüssel, das aus einem Generalsekretär und einigen Mitarbeitern besteht, um konkret zu sein, 6 Mitarbeiter, in der Mehrzahl Juristen. Ich bin in diesem Team der einzige Theologe. Und die Arbeit ist eben, wie ich bereits gesagt habe, Informationen über die politischen Vorhaben der europäischen Institutionen zu versammeln, sie zu analysieren und sie letztendlich an die Bischofskonferenzen weiterzugeben und auf der anderen Seite eben zu versuchen, im Gespräch mit den europäischen Institutionen die Anliegen der Kirche und der Themen, die sie vertritt, das Eintreten für das Gemeinwohl, wie ich bereits gesagt habe, um das in diesen Dialog einzubringen. Und dafür gibt es auf europäischer Ebene eine rechtliche Grundlage, einen sogenannten Artikel 17, der regelt, wie dieses Gespräch funktionieren kann. Was es sehr lange viel weniger gegeben hat, ist eine theologische Grundlage für diese Arbeit.
Herr Generalvikar hatte bereits das Zweite Vatikanische Konzil und Gaudium et Spes genannt, aber eigentlich hat man nie wirklich eine Charta, wie du es genannt hast, wie hatte man gehabt. Und ich denke, dass Laudato Si letztendlich auch der Comecé und ihre Arbeit im Sinn für das Gemeinwohl eine solche Charta gibt. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass aus meiner Sicht zwei Elemente in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind. Das eine ist nämlich, dass Laudato Si uns ermutigt, uns als auch Comecé, ermutigt, um die Ecke zu denken, weil Laudato Si aus meinem Verständnis ein subversiver Text ist. Insofern subversiv, und du hast es bereits genannt, er wendet sich sehr stark gegen das technokratische Prinzip, das alles zu beherrschen scheint, und lädt uns ein, sich der Logik dieses Prinzips zu widersetzen, der Logik der einfachen technischen Anpassungen, dem auch bei uns so großen Vertrauen in einfache technische Lösungen. Und der Text lädt uns ein, die Perspektive zu wechseln und uns aus der Selbstzentriertheit hinauszubegeben, an die Ränder zu denjenigen, die zum größten Teil die Folgen unseres Handelns und unseres Lebensstils zu tragen haben. Und durch diesen Perspektivenwechsel aus der Mitte heraus, aus der europäischen Mitte heraus, hinaus an die Ränder, in die anderen Kontinente, dieser Perspektivenwechsel ermöglicht es uns, uns und unser System und seine Auswirkungen von der anderen Seite, von außen her zu betrachten. Und er hilft uns zu verstehen, dass kosmetische oder rein technische Anpassungen nicht genügen werden, sondern dass letztendlich unser System, so wie wir heute leben, letztendlich zur Disposition steht. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben im vergangenen Jahr im Europäischen Parlament eine lange Veranstaltung gehabt, zu der ich eingeladen war, wo es um die ganze Frage der Auswirkungen des Dieselgate-Skandals ging. Und bei dieser Veranstaltung wurde davon gesprochen, dass es zuerst einmal darum geht, die individuellen Personen, die individuellen Besitzer eines Autos, das manipuliert wurde, zu entschädigen, wie das geschehen kann. Im zweiten Schritt wurde davon gesprochen, dass es notwendig sein müsste, zum Beispiel zu anderen Lösungen zu kommen, also zum Beispiel zu Elektromobilität, das viel stärker zu fördern. Was aber niemand zur Disposition gestellt hat, war eine Grundfrage unseres Systems, nämlich unser Verständnis von Mobilität. Müssen wir nicht über Mobilität grundsätzlich anders denken, weil eben zum Beispiel die Elektromobilität zwar eine technische Lösung für unser Problem sein könnte, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, dass aber die Batterien, die man für diese Elektromobilität braucht, wieder durchaus katastrophale Auswirkungen haben können in jenen Ländern, wo die seltenen Erden, die wir für die Batterien brauchen, geschürft werden oder die Abfälle, die wir letztendlich, nachdem diese Batterien verbraucht sind, irgendwo entsorgen müssen. Das heißt also, wir sehen im Prinzip unser Problem, wie wir unser Problem lösen können, und wir sehen sehr weniger oft, welche Auswirkungen die Lösung unseres Problems für andere hat. Die Einladung vom Papst Franziskus, eben an die Ränder hinauszugehen, die aufzusuchen, die Folgen unseres Handels zu tragen haben, die ermöglichen uns, das Problem als ein globales Problem zu sehen und im nächsten Schritt nach einer globalen, für alle verträglichen Lösung zu suchen, die, und das müssen wir ehrlich zugestehen, auch Einschnitte für uns bedeuten können. Ich denke, das ist eine theologische Frage, und Laudato Si ermutigt uns als Comecé, diese Frage als solche auch wirklich zu benennen und den politischen Prozess einzubringen. Allerdings haben wir hier, sage ich mal, eine große Hilfe, deshalb, weil Laudato Si, das ist meine Einschätzung, bis jetzt außerhalb der Kirche stärker und besser rezipiert wurde als innerhalb der Kirche. Natürlich, es gibt innerhalb der Kirche interessierte Gruppen und Kreise, aber selbst wenn ich die Bischöfe der Comecé nehme, dann ist nicht für alle Bischöfe Laudato Si ein so wichtiger, ein so zentraler Text, weil sie sagen, wir haben ganz andere Sorgen, als uns damit zu beschäftigen. Währenddessen eben sofort nach der Publizierung von Laudato Si am 18. Juni vor 4 Jahren, zum Beispiel es eine Sonderausgabe gegeben hat von Nature Climate Change, das sich ganz der Enzykliker gewidmet hat und wo Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen die Enzykliker zum Anlass genommen haben, über das Problem im Hinblick auf die Verhandlungen in Paris über das Problem Klimawandel ausführlich zu diskutieren und die Möglichkeiten der katholischen Kirche hier einen positiven Beitrag zu leisten, hervorzustreichen.
Ein anderes Beispiel für mich ist ein Schlüsseldokument der Europäischen Kommission, das im Jahr 2016 erschienen ist, Sustainability Now vom Think Tank der Europäischen Kommission. Und das meistzitierte Dokument in diesem doch sehr politischen Dokument ist die Enzyklika. Ein Dokument einer Institution, die im Prinzip mit der Kirche direkt nichts zu tun haben will, das letztendlich doch einen kirchlichen Text nimmt und ihn ausführlich als einen zielführenden Text zitiert. Und das dritte ist natürlich das bekannte Buch Wir sind dran, des Club of Rome, der Laudato Si wirklich zum Angelpunkt des gesamten Denkens macht, zwischen der Analyse und den Lösungen Laudato Si zitiert als das Dokument, als jener Denkrahmen, der es uns ermöglicht, wirklich adäquate Lösungen zu finden. Es sind diese beiden Dinge, die auf der einen Seite die Arbeit der ComECE ermöglichen im Hinblick auf Laudato Si und die Implementierung von Laudato Si in den politischen Prozess. Auf der anderen Seite werden wir immer wieder auch von kirchlicher Seite, auch aus Rom, davor gewarnt, darauf zu achten, dass dieser Text nicht missbraucht wird. Das heißt also im Prinzip, dass man im klassischen Greening, wie das im Brüsseler Jargon heißt, versucht sich mit Zitaten von Laudato Si ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Um Ihnen auch hier ein konkretes Beispiel zu geben, manchen von Ihnen ist die Problematik der Antibiotikaresistenz bekannt. Indien zum Beispiel ist ein ganz klassischer Fall, wo eben durch nachlässige Produktionsweisen von Antibiotika es zu einer zunehmenden Resistenz gegen diese Antibiotika kommt, und die Europäische Union hat mit einem sogenannten One Health Act versucht, hier ein Papier zu produzieren, um diesem Antibiotikamissbrauch sozusagen entgegenzutreten. Das Problem allerdings war, man hat ebenfalls eine große Veranstaltung organisiert im Europäischen Parlament und hat allerdings dort zuerst die ganzen technischen Lösungen, die es gibt, und die technischen Schwierigkeiten, Landwirtschaft, Humanmedizin, Tierfutterproduktion, Pharmazeutik und so weiter behandelt, und dann gesagt, am Ende, es ist ja vielleicht auch noch ein ethisches Problem, wir brauchen jemanden, der sozusagen auch noch etwas Ethisches dazu sagt, und hat letztendlich dann mich eingeladen. Das habe ich mir gedacht, soll man das tun, ein ethisches Mäntelchen für eine solche Veranstaltung, oder sollte man diese Gelegenheit zum Dialog einfach wahrnehmen und es nutzen? Und in der Tat, das war so, alles andere wurde behandelt, und am Ende kam noch, ja, wir haben noch 20 Minuten und jetzt gibt es noch eine kurze ethische Einschaltung und dann gehen wir alle zum Buffet. Der Punkt war, dass ich eben versucht habe, dort klarzumachen, dass man verkehrt gedacht hat, vielleicht mit der ethischen Frage beginnen müssen. Ist denn das, was wir tun, sozusagen ethisch verantwortbar? Ist das ethisch richtig? Und wenn wir uns einmal geeinigt darauf haben, was denn ethisch korrekt wäre, was vertretbar ist, um dann zu überlegen, wie die technischen Lösungen aussehen. Das hat natürlich auch Widerspruch hervorgerufen, aber immerhin, ich denke, ganz im Sinn von Laudato Si, es war die Möglichkeit, in das Gespräch, in den Dialog einzusteigen. Und je mehr wir an diesem Problem der AMR, der Antimicrobial Resistance, dran sind, desto deutlicher wird, dass das Problem erstens größer ist und zweitens, dass man eben doch ethische Kriterien an den Beginn und nicht an das Ende stellen muss. Dass Laudato Si allerdings auch noch auf der anderen Seite jetzt nicht nur zum Greening von eigenen Praktiken verwendet werden kann, sondern durchaus bei Menschen, die mit Kirche und Religion nichts zu tun haben, trotzdem der Trigger sein kann, der Auslöser, um sich zu überlegen, wie sie denn ihre eigenen Praktiken anpassen oder ändern können, war eine Begegnung mit einem jungen Mann im vergangenen Jahr, der einfach angerufen hat auf Hinweis des Nuntius. Der Heilige Stuhl hat einen eigenen Nuntius bei der Europäischen Union. Auf Hinweis dieses Nuntius, dass er eigentlich mit uns sprechen möchte, weil er nämlich folgendes Anliegen hatte. Er war, auf welchem Weg auch immer, auf die Enzyklika gestoßen und hatte sie gelesen. Das ist ein junger Mann, Mitte 30, Jurist aus Leiden, das ist in den Niederlanden ganz klar, ein klassischer, strenger Jurist, Mitglied einer rechtsliberalen Partei in den Niederlanden und Miteigentümer eines Consulting-Büros in Brüssel. Das heißt also, von so jemandem würde ich mir nicht im ersten Schritt einmal erwarten, dass er, vor allem wenn er nicht kirchlich gebunden ist, mit Laudato Si etwas zu beginnen kann. Und trotzdem, er war von Laudato Si vollkommen, ich möchte fast sagen, ergriffen.
Und hat mir geschildert, dass also Laudato Si ihm sein Denken so stark beeinflusst, dass er sich überlegt, erstens müsste man nicht Laudato Si operationalisieren, um es im politischen Prozess in Brüssel auch wirklich einbringen zu können. Und seine Frage an uns, seid ihr dabei, Laudato Si zu operationalisieren? Wobei ich sagen musste, nicht systematisch, einfach ganz pragmatisch, praktisch bei den verschiedenen Dossiers, das wir behandeln. Und das Zweite hat er gemeint, Sie haben sich entschieden, in Ihrem Consulting-Büro all jene Kunden, die nicht den Nachhaltigkeitskriterien von Laudato Si entsprechen, würden sich von diesen Kunden zu trennen und nur noch Kunden zu nehmen, die etwas für die Nachhaltigkeit im Sinn von Laudato Si tun würden. Das heißt also, vollkommen neuer Ansatz. Und das hat uns eben auf die Idee gebracht, müssten wir als Comet.CE nicht so etwas wie eine europäische Laudato Si Allianz gründen oder zumindest mal versuchen nachzugehen, wäre es möglich, eine solche Allianz zu gründen. Aus dem einfachen Gedanken heraus. Ich denke, Laudato Si lädt nicht nur die Katholiken, nicht nur die Christen ein, sondern lädt alle Menschen guten Willens ein im Hinblick auf das Gemeinwohl unseres gemeinsamen Hauses, des Planeten Erde, zusammenzuarbeiten. Das heißt also, wir müssen jene Menschen auch einladen, die nicht unserer Glaubensgemeinschaft angehören, die vielleicht überhaupt keiner Glaubensgemeinschaft angehören, aber die von der notwendigen großen Transformation überzeugt sind und die alle zusammenarbeiten wollen und für uns konkret, die alle im Hinblick auf die Politik der Europäischen Union zusammenarbeiten wollen. Und so haben wir angefangen, einfach mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, um zu sehen, wo sind andere mögliche Partner, sei es im politischen Bereich, sei es im Bereich der Consultancy, sei es bereits vor der Hand liegend mit kirchlichen Organisationen, die ebenfalls in Brüssel sind, sei das die Sitze, die kirchlichen Entwicklungsorganisationen, sei das die Caritas, mit der wir zwar immer wieder inzidentiell, aber nie strukturell im Hinblick auf Nachhaltigkeit zusammengearbeitet haben. Und wie können wir eine solche Kooperation auf die Beine stellen? Im Moment sind wir dabei, das ein bisschen auszuloten, auch mit unseren eigenen Institutionen, also zum Beispiel unsere Bischöfe davon zu überzeugen, dass eine solche Allianz sinnvoll und notwendig ist. Und gleichzeitig sind wir dabei, eben mit den verschiedenen Partnern kleine Einzelprojekte zu starten. Wir haben das im letzten Jahr gemacht, wie es um eine nachhaltige Finanzwirtschaft gegangen ist. Und so sind wir mit ähnlichen Themen im Moment dran, um das praktisch auszuloten und gleichzeitig einen theoretischen Rahmen zu schaffen und eine Governance-Grundlage zu schaffen für unsere eigenen Institutionen. Und im Zuge dieser Frage einer solchen Allianz kamen natürlich auch die Universitäten in den Blick. Warum? Weil ich glaube, auf der einen Seite geht es darum, und das ist etwas, was wir als Comet.CE durch die Jahre gelernt haben, natürlich den Blick für das Ganze nicht zu verlieren oder das Ganze im Blick zu behalten. Es geht letztendlich doch nicht um kleine, ausschließliche Einzeldisziplinen in dem einen und dem anderen und dem dritten Politikbereich etwas zu verändern, sondern letztendlich das größere Ganze im Blick zu behalten. Auf der anderen Seite brauchen wir aber das Wissen, das Know-how von Einzeldisziplinen, weil wir bei Comet.CE einfach 4 Juristen, ein Theologe, ein Politikwissenschaftler, natürlich zum Beispiel den gesamten Bereich der Naturwissenschaften nicht abdecken können. Das heißt also, kam die Idee, wäre es nicht sinnvoll, wäre es nicht notwendig, dass auch gerade Universitäten oder katholische Universitäten hier mit einsteigen könnten, weil sie einfach auf akademischer Ebene über das Einzelwissen, das Know-how in den einzelnen Fachdisziplinen verfügen und dieses Know-how sozusagen hier mit einbringen können in das, was wir in Brüssel als politischen Prozess betreiben. Das ist einfach eine Frage, das ist ein Angebot. Du hast bereits Celia Dean Drummond genannt, sie hat für uns mitgeschrieben bei dem Papier, das wir produziert haben im Hinblick auf die Paris-Konferenz 2015. Wir sind in Kontakt ebenfalls mit der Gregoriana in Rom und mit dem, was Christian Mayer uns vorgestellt hat. Also die Frage, sollten wir nicht das auch zusammenbringen, hier mit einbinden in diese Allianz, die noch nicht ein fertiges Produkt ist, aber die sozusagen eine erste Idee, ein erster Gedanke ist, den man gemeinsam weiterentwickeln kann, wobei es nicht darum geht, jetzt eine große Organisation auf die Beine zu stellen, sondern eher ein Netzwerk zu schaffen, eben eine Allianz, wo man sich in unterschiedlichen Konstellationen zusammentun kann, um an dem einen oder an dem anderen konkreten politischen Thema gemeinsam zu arbeiten.
auf der einen Seite Generalisten, wie wir sind, auf der anderen Seite Spezialisten, wir sind in einzelnen eben Consultancies und anderen Büros, oder eben, wie sie auf der akademischen Ebene in den Universitäten zu finden sind. Das wäre mein Anliegen, meine Einladung, und ich würde mich freuen, wenn wir im Zug dieses Nachmittags da noch weiter darüber reden könnten. Danke.